Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Neum-Community, liebe Neum-Fans, liebe Kunden, vor allem liebe Partner, liebe Systempartner, auch liebe Mitarbeiter, liebe Investoren und alle, die sonst noch zuschauen. Es freut mich, euch heute Nachmittag hier aus der Free City zu begrüßen. Wir haben heute einen digitalen Event. Neum Live X ist für die, die uns kennen, eigentlich nichts Neues. Und zwar immer nach dem Sommer, kurz vor dem Herbst, werden wir viele Neuigkeiten präsentieren, viele Themen rund um die Energiewende, rund um Neum, rund um unsere Services, rund um die Produkte, unsere Partner und Kunden und vor allem wie die Vorteile rund um die Energiewende evaluiert werden können. Ja, danke an alle, vor allem die diesen Event überhaupt möglich gemacht haben, unsere Marketingabteilung. Danke an die Eva und ihr Team und danke an alle, die zugearbeitet haben. Danke an die VMA schon vorneweg, die uns wieder hier digital super begleiten. Ein echt tolles Team. Es freut mich, die nächsten knapp 2 Stunden, 1,5 Stunden mit euch gemeinsam hier zu teilen. Ja, in Summe seid ihr da draußen mittlerweile mehr als 45.000 Fans. Wir haben 45.000 Fans auf allen Social-Media-Kanälen, die der Neum und mir folgen und das freut uns ganz besonders. Aus diesen 45.000 oder etwas mehr als 45.000 Followern, also unserer Crowd, konnten wir in Summe knapp 52.000, 53.000 Geräte in Österreich, Deutschland und Schweiz installieren, die jeden Tag Strom produzieren, Strom speichern, Strom verteilen, Strom umwandeln in Wärme, Kälte und Mobilität, um schlussendlich günstig, saubere und sichere Energieversorgung zu realisieren. Diese mehr als 50.000 Geräte sind in einem virtuellen Kraftwerk vernetzt worden und haben in etwa 22.000 bis 22.500 Kunden, die eine Neum-App mittlerweile, die vor nicht länger als knapp 1,5 Jahren gelauncht wurde, nutzen und dort registriert sind und vor allem die Energiewende digital elektrisch erleben. Auf das sind wir ganz besonders stolz. Nämlich auf was? Diese Anzahl an Kunden und diese Anzahl an Geräten wurden von unseren Systempartnern, von unseren Partnern, die da draußen jeden Tag in der Region bei unseren Kunden zu Hause diese Anlagen installieren, anschließen, supporten und servicieren und reparieren. Und ich glaube, das ist der große wesentliche Unterschied, dass wir unser Fachhandelsmodell sehr, sehr stark in der Plattform abbilden. Und davon werdet ihr heute wesentlich mehr erfahren. Insgesamt haben unsere privaten und gewerblichen Kunden 30 Millionen Euro an Energiekosten, Strom und Netzkosten gespart. Das ist eine beeinträchtigende Summe, eine beeindruckende Summe, nämlich indem man so denkt, dass diese Systeme erst die letzten 4,5, 5 Jahre montiert worden sind bei unseren privaten und gewerblichen Kunden. Und das Oberspannendste auch noch, 150.000 Tonnen CO2 wurden damit eingespart. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass diese Geräte mit den Kunden ja jeden Tag, jedes Monat, jedes Jahr über 20, 25 Jahre laufen, dann wird das einfach nur mehr. Die Einsparung wird mehr und die CO2, der CO2-Impact wird mehr. Und ich glaube, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man dann noch dazu zieht, dass ihr, liebe Partner, liebe Systempartner da draußen, jeden Tag, jede Woche hunderte Systeme von Neum installiert, elektrifiziert, anschließt, vernetzt, wird das einfach noch mehr. Und umso mehr Geld unsere Kunden sparen und umso mehr Geld in Wirklichkeit unsere Kunden an CO2 einsparen, umso mehr können sie wiederum in unsere Systeme investieren, ein Elektroauto kaufen und auch vielleicht auch mal einen Teil nicht investieren, sondern auch wieder konsumieren, um ein nachhaltiges Leben zu gewährleisten. Ja, die Energiewende aber hat erst angefangen. Und viele in der Branche sagen, der Solarboom ist weg, der Solarboom ist nicht mehr da, die Branche ist kaputt. Ganz ehrlich, sie wird nur von denen, die sich nicht positioniert haben, totgeredet. Das können auf der einen Seite große zentrale Versorger sein, aber auf der anderen Seite vielleicht reine Hardware-Lieferanten, die mit der reinen Produktwelt keinen Vorteil am Kunden mehr generieren. Und ich glaube, genau das macht den Unterschied von euch, liebe Partner, aus, weil ihr schon lange verstanden habt, um was es geht und auch uns die Treue hält und in Zukunft auch die Treue weiterhält und vielleicht auch mehr und mehr machen. Ja, wenn man sich denkt, dass die Branche aus 3 Gründen weiterhin steigen wird. Also ich weiß es und ich garantiere es und wir wissen es. Erst 80% der Dachflächen
sind noch nicht belegt. 20% der Dachflächen haben wir bereits ausgebaut, aber 80%, also 8 von 10 Anlagen, sind noch zu bauen. Diese Kunden kennen heute eigentlich noch gar nicht, in welchen Vorteil sie mit so einer Investition davon haben. Ein zweiter großer Punkt, warum wir es wissen, dass die Branche erst angefangen hat, ist, dass die steigenden Netzkosten aufgrund des veralterten Netzes die Energiekosten in Summe explodieren lassen. Es ist eigentlich egal, ob wir fossile oder erneuerbare Energie über unsere Netze zentral verteilen. Die Netzkosten und Gebühren werden sie nicht billiger machen. Und das Dritte ist, diese volatilen Erzeuger, weil sie günstiger als Atom sind, Sonne, Wasser und Wind, wie wir alle wissen, ist günstiger wie Atom, Kohle oder restliche fossile Kraftwerke. Und das heißt, die Volatilität der Sonne, Wind und Wasser macht es sehr, sehr hochpreisig und niederpreisig, bis zu Negativpreise, von denen man in Wirklichkeit auch profitieren kann. Nämlich profitieren kann, wenn man bei unserem Systempartner ein Neum-Solarspeicherkraftwerk kauft mit Intelligenz. Und da werden wir heute sehr, sehr viel hören. Ich habe eigentlich nur eine einzige Grafik für euch vorbereitet, weil meine Kollegen aus der Technik, aus dem Produktmanagement und aus dem Vertrieb viel, viel mehr Infos für euch haben, die euch viel mehr interessieren. Aber eines möchte ich mitnehmen. Eines möchte ich euch zeigen, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Wenn für uns gemeinsam Neum im Universum einen zentralen Punkt hat und links und rechts von uns die Kunden sind, die noch gar nicht wissen, dass sie ein Solarspeicherkraftwerk kaufen wollen, was es für einen Vorteil hat, die vielleicht auch von der Energiewende heute nicht so positiv eingestellt sind, die müssen wir holen. Und vor 5 Jahren, wie wir angefangen haben, war uns klar, ein wesentlicher Punkt ist die Hardware. Viele, viele von euch, die hier zuhören, kaufen seit 4, 4,5 Jahren Produkte von uns und dafür möchte ich Danke sagen. Die Hardware ist so etwas wie das trojanische Pferd. Das trojanische Pferd, die Strom produziert, die Strom speichert und dem Kunden einen gewissen Einsparungseffekt erzielt. Auf Basis der Hardware haben wir dann ein Jahr später die Software gelauncht. Die Software ist schon etwas komplexer, denn die Software steuert nicht unsere eigenen Geräte, wie ihr wisst, sondern sie steuert viele, viele andere Geräte und hat eine unglaubliche Komplexität, die vor allem zwischen Gerät und Cloud und auch vor Daten dem Ausland entsprechend Sicherheit und schützt, wo Cybersecurity für uns und Datenschutz extrem essentiell ist. Auf Basis dieser Software haben wir auch Services gelauncht. Services, die erst, man sagt immer, Daten ist das neue Gold. Ja. Daten haben eigentlich keinen Wert, wenn man sie für einen Kunden nicht aufbereitet, für einen Kunden nicht als Wert generiert. Das ist uns gelungen mit unseren Skills. So wie ihr Connect kennt, also Energiemanagement-Software, haben wir auch die Skills Club für Energiemanagement und Grid für dynamische Strompreise und weitere Flexibilitätsvermarktungen für euch gelauncht, bis hin zur CO2-Einsparung. Und zu guter Letzt war es uns wichtig, auch bei steigenden Zinsen und etwas angepasster Nachfrage, nämlich nicht weniger, sondern der Kunde lässt sich mehr Zeit mit seiner Kaufentscheidung, geben wir ihm gemeinsam die Option, in sein Solarspeicherkraftwerk nicht bar zu investieren, sondern sie laufend mit seinen Einsparungen, die ein geringerer Teil sind, wie die eigentlichen Anschaffungskosten, automatisch zurückzuzahlen. Und ich glaube, dieser große Unterschied, den wir gemeinsam diese Reise schon gegangen sind, macht es auch, um weiterhin in einem sehr, sehr herausfordernden Markt positiv hineinzustürmen. Und das Spannende in Wirklichkeit ist eigentlich jetzt, was kann denn dann noch kommen? Und wie ihr wisst, haben wir letztes Jahr den Partner-Bonus-Programm ins Leben gerufen. Partner-Bonus-Programm, alle, die im Neum-Partner-Portal sind, also wir sagen schon lange nicht mehr Online-Shop dazu, weil es nicht darum geht, wie man kauft oder einkauft oder was auf Lager ist, sondern es geht darum, wie man den Kunden besser adressiert. Das Partner-Bonus-Programm, wie ihr wisst, für die, die es schon nutzen, ihr verdient bei der komplexen Aufgabenstellung, dem Kunden die Energiewende näher zu bringen, die Vorteile zu erklären, die Hardware zu installieren, das Angebot auszurechnen, über Digitalisierung und Datenschutz aufzuklären, ihn in die Energiegemeinschaft mitzunehmen, über dynamische Strompreise zu sprechen. Ich weiß, das geht über einen normalen Hardwareanschluss als Techniker hinaus. Und darum haben wir gesagt, wir wollen den Systempartner mitverdienen lassen. Mitverdienen an den laufenden Einnahmen, die wir generieren, damit er den Kunden langfristig betreut. Und was ist so der große Unterschied? Der große Unterschied ist, dass wir ja mit unseren Skills noch lange nicht am Ende sind. Und uns ist es wichtiger, anhand dem Großhändler Logistik spielen zu lassen.
vor allem den Partner für seine Dienste, die auch am Wochenende und am Abend und für seinen Herzblut und für seine Schmerzen auch entsprechend abgelten. Das unterscheidet uns komplett. Und für die, die im Neum Live X letztes Jahr dabei waren, ich möchte euch jetzt ein kleines Video zeigen, möchten wir kurz zeigen, was wir vielleicht für heute auch noch vorbereitet haben. Partnerschaft heißt nicht, dass nur der Partner schafft und das Konzept, das da heute präsentiert wurde, ist in der Branche einzigartig. Ich will nicht dabei sein als Installer, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, warum hast du mir nicht gezeigt, was Neum alles kann. Für mich ist die Veranstaltung extrem interessant gewesen, weil mir ist bewusst, dass wenn wir die Klimawende schaffen wollen, wir die Energiewende schaffen müssen. Und die Firma Neum ist eine Firma, die jetzt sehr schnell in wenigen Jahren da eine Rolle übernommen hat, die riesig groß ist. Und das war auch heute wieder bei dieser Veranstaltung zu spüren. Da wird ein komplett neues Programm präsentiert. Die Skills, also diese ganzen Apps, die es da gibt, Neo Green und Grid und Club, und die sind alle auf dem Punkt. Oder Rant, das hat mich wirklich geblättert. Es hat über 4 Jahre gedauert, dass wir einen der wesentlichsten Bausteine für den Erfolg von Neum launchen haben können. Und heute durften wir genau dieses Partnerprogramm, das einzigartig ist, in der Energieindustrie launchen. Und das freut mich ganz besonders, diese Mehrwerte vor allem für unsere Partner, für unsere Kunden, für unseren Planeten generieren zu dürfen. Und wie heißt es so schön? Nach der Show ist vor der Show. Ja, nach der Show ist vor der Show. Und darum stehen wir heute da. Ein Jahr später war es für uns wirklich die Frage hart, wo legen wir unseren Fokus hin? Den Fokus dorthin zu legen, wenn wir ganz ehrlich sind, es fällt euch jetzt vielleicht auf, im Netzwerk, wenn die Anfrage sich verändert, der Markt sich verändert, der Anfragende etwas mehr länger Zeit hat, die Zinsen steigen, dann schaut euch bitte die Aktienberichte, die Börsenkurse und die Gewinne derer an, die das Geld den Kunden und auch den Systempartnern und uns aus der Tasche ziehen. Es sind in Wirklichkeit Facebook, Google, TikTok. Wir glauben, mit einer etwas längeren Nachfragezeit bei gleicher Abschlussrate zu kollabieren und pumpen hunderte Millionen von Geld in dieser Branche in Social-Media-Kanäle. Und natürlich kann man mehr und mehr reinpumpen, um irgendwelche Leads rauszuziehen oder Leads auch kaufen. Diese Leads, die zum 50. Mal angerufen werden und eigentlich schon müde sind. Und ich glaube, wenn wir in dieser Welt, in dieser extrem berauschenden Welt, ich nenne es Nebel oder Lärm, uns fokussieren, haben wir eines, glaube ich, vergessen, dass wir den Kunden, den wir schon gewonnen haben, nicht mehr in der Art und Weise bedienen und ihn darum fragen, wie er uns helfen kann. Und das war die Frage, wenn wir Daten referenzieren, wenn wir unsere Kunden mitnehmen, wenn wir uns anschauen, wer unsere Kunden sind, dann ist eine der Lösungen, die wir heute noch präsentiert bekommen, unser Kundenempfehlungsprogramm. Wenn wir auf über 20.000 App-Nutzer sind, die nur einen Klick, um auf WhatsApp zu teilen oder Nachrichten oder iMessage oder per E-Mail zu teilen, seinen Nachbar, seinem Freund ein Solarspeicherkraftwerk empfehlen und davon profitiert, in die Energiegemeinschaft hineinhebt und davon profitiert, werden am Tagesende die Solarspeicherkraftwerke günstiger. Wenn uns ein Lead nicht mehr 1.000 Euro kostet, sondern 100 oder 150 Euro oder 200, dann haben wir den riesengroßen Vorteil, ein günstigeres Solarspeicherkraftwerk dem Kunden anzubieten, der noch mehr Kunden bringt. Wir müssen die Schätze der Dezentralisierung heben. Wir müssen die Schätze von euch, liebe Handwerker, liebe Installateure, schätzen. Und dabei helfen wir euch mehr denn je als Anbieter von Solarspeicherkraftwerken mit Software, Services, Finanzierung, dem Partnerbonusprogramm und ganz neu unserem Kundenempfehlungsprogramm, wo Freunde werben, wiederum mehr aus unseren Bestandskunden, aus der Dezentralisierung und Digitalisierung zu holen. So, und in diesem Sinne bin ich eigentlich auch schon wieder fertig und möchte an den Andi Buchner übergeben. Und Andi, ich bitte dich hierauf zu mir. Danke, Andi. Danke, Walter. Ja, Walter hat es schon in seinem Öffnungsplädoyer eigentlich vorausgenommen. Ja. Alles begonnen hat mit der Hardware. Die Metapher
war das trojanische Pferd. Aber das trojanische Pferd hätte überhaupt keinen Überraschungseffekt und seine Wirkung auch nicht mehr, wenn es sich nicht weiterentwickelt. Und so haben wir die letzten Jahre immer hart daran gearbeitet, unser Portfolio, unsere Produkte stets weiterzuentwickeln. Und daher stehen wir heute auch da und können weitere Produktneuheiten oder Produktupdates auch präsentieren. Mittlerweile sind wir herangewachsen als sozusagen vollen One-Stop-Shop, wo man aus PV-Panelen über Ladestationen und den Speichern in verschiedenen Größen, vom Heimbereich bis hin Gewerbe- oder Utility-Bereich, voll den Markt bedienen zu können. Und das Ganze gepaart mit der Intelligenz unseres Neom Energiemanagements, mit den Skills Connect und Skill Grid. Aber die Folie deutet schon an, was wir heute präsentieren wollen, und am besten starten wir direkt rein. Im Frühjahr haben wir beim Neom Live 05, unseren 5-jährigen Geburtstag, unseren neuen Outdoor-Speicher, den Neom Terra, präsentiert. Der Neom Terra ist ein flexibler und modular aufgebauter Speicher, der die Bedürfnisse des Marktes, des rasant steigenden Marktes im Bereich der Gewerbespeicher und im Bereich von EVUs und Utility-Bereiche vollkommen abdeckt. Und was das jetzt genau ist, da schauen wir rein, weil die beste Nachricht ist, seit dem Neom Live 05 haben wir mit euch gemeinsam Angebote platziert. Wir haben Projekte entwickelt und heute ist der Tag, wo wir verbindliche Angebote, verbindliche Bestellungen im Neom Partnerportal auf unserer Plattform auch platzieren können. Ihr könnt ab heute sofort den Terra bestellen und somit auch direkt die ersten Geräte sich sichern, um dann Anfang Jänner nächstes Jahres die Geräte auch geliefert zu bekommen, um bei den Ersten zu sein, die die Geräte auch installieren. Ja, gehen wir etwas rein in den Baukasten. Das Herzstück des Terra-Systems ist der Terra selbst. Der Terra ist skalierbar, bietet die höchste Flexibilität und bietet die volle Sicherheit durch das integrierte Brandschutzsystem. Zudem ist in den Terra ein 125 kW Wechselrichter verbaut und ein Batterierack, das flüssigkeitsgekühlt ist. Im März haben wir noch vorgestellt, dass das Batterierack 258 Kilowattstunden hat. Und heute stellen wir euch auch eine neue Variante vor mit 215 Kilowattstunden. Das alles, um den Markt und die Bedürfnisse des Energiekonzepts noch besser bedienen zu können und die ideale Lösung für jede Anlage zu schaffen. Skalierbar ist der Terra in einem System von 125 bis 750 kW und so skaliert sich auch die Kapazität bei 6 Geräten von 215 bis auf 1,5 Megawattstunden. Als ideale Erweiterung zu jedem Terra-Gerät selbst ist die Terra Battery. Die Terra Battery, man kann 3 Terra Batteries pro Terra verbauen und so nochmal das System um jeweils 215 oder 258 Kilowattstunden erweitern. Damit ergibt sich in einem Terra-System eine Gesamtkapazität von 6 Megawattstunden und 750 kW. Also man sieht schon, damit kann man alles abdecken. Und mit den beiden Varianten, der 258 und 215 Kilowattstunden Variante, kann ich ideal je nach System, je nach Marktanforderung vom Flexibilitätsvermarkter, von sozusagen den Eigenverbrauchsoptimierungen, wie das Energiekonzept das auch hergibt, ideal meine verschiedenen Varianten hier auswählen und das richtige System verwenden. Aber das Gerät selbst ist nicht alles. Es geht auch um die Installationskosten. Und der Terra Hub ist als optionales Zubehör erhältlich und kann je nach Aufstellung die Installationskosten wesentlich reduzieren. Der Terra Hub ist ein Elektroverteiler, der
komplett vorgefertigt geliefert wird und ihr direkt mit 750 kW maximaler Eingangsleistung die Abgänge auf je 6x125 kW gesichert habt. Ihr könnt also hier einmal mit der Zuleitung kommen und direkt 6x zu den Terras gehen, um ein 750 kW Gesamtsystem zu machen. Zudem ist immer das Thema beim Outdoor-Speicher, wie installiere ich das? Muss ich hier Fundamente machen? Muss ich keine Fundamente machen? Ja, natürlich, der Speicher hat ein gewisses Gewicht, ein sehr hohes Gewicht und hier braucht man Fundamente. Aber nicht überall ist es möglich, neue Fundamente zu gießen und es ist vielleicht ein Plattenfundament schon vorhanden. So kann man hier die Terra Steel Bases verwenden, wo es für jedes Terra-Gerät, den Terra Battery oder den Terra Hub, ein passendes Untergestell aus Stahl gibt, wo direkt schon alle Öffnungen vorgesehen sind, um hier sozusagen auch die Energieleitungen, die Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Geräten auch installieren zu können. Damit ist man noch schneller in der Richtung, man ist noch flexibler, weil man Plattenfundamente ebenso verwenden kann, nicht nur neue Fundamente, und aufgrund der Einsparung in den Installationskosten, sei es in den Errichtungskosten, aber auch in der Zeit, ist es wesentlich, dass hier die Wirtschaftlichkeit gesteigert wird. Aber das beste Produkt ist nichts ohne die besten Services. Und so bieten wir für jeden Terra ein umfangreiches Inbetriebnahmeservice an, was von der Überprüfung der Anlageninstallation hin zur Inbetriebsetzung selbst, zur Konfiguration der Anlage im NEOM Connect bis hin zur Schulung und Übergabe des Systems an den Kunden sozusagen alles beinhaltet. Auch ist es wesentlich, damit das Produkt über die Jahre reibungslos läuft, eine jährliche Systemwartung durchzuführen. Und hier bieten wir einen vollen Garantie- und Wartungsvertrag an, jährliches Wartungsservice für jedes Terra-System, damit hier die Garantie auch uneingeschränkt erhalten bleibt, aber auch ganz wesentlich die Systemeffizienz erhalten bleibt. Und intelligent wird der NEOM Terra durch das Terra EMS. Das Terra Energiemanagement System ist das Hirn jedes Terras. Es beinhaltet unser NEOM Energiemanagement mit den Skills Grid und Skills Connect und kann so die Wirtschaftlichkeit maximieren. Aber ganz wesentlich, dieses Energiemanagementsystem hat eine Cybersecurity-Zertifizierung nach IEC 62443, was sicherstellt, dass hier nur jene auf das System zugreifen können, welche auch wirklich müssen und dürfen. Und nicht jene, die hier Sabotage mit dem Energiesystem auch vorhaben. Ebenso ist das Terra EMS essentiell, damit man ein System, was maximal 750 kW eben aufwirft, ein Terra-System, noch weiter skalieren kann. Und hier kann man zum Beispiel zwei gleiche Terra-Systeme mit je 750 kW und 1,5 Megawattstunden über das Terra EMS zusammenschalten und digital einen Speicher bilden. Diesen einen Speicher kann man sozusagen als Einzelsystem betreiben und hier als Kunde sieht man sozusagen die einzelnen Speicher nur im Hintergrund. Man muss sich keine Gedanken machen, mache ich jetzt die Bewirtschaftung über diesen Speicher, mache ich die Bewirtschaftung besser über diesen Speicher. Nein, NEOM Connect regelt das völlig automatisch. Und das auch, wenn verschiedene Größen an Speichern sozusagen kombiniert werden. Vielleicht auch aufgrund der Aufstellbedingungen lokal etwas unterschiedlich ist. All das ist möglich durch die digitale Vernetzung. Und wenn ein Kunde das Beste von zwei Welten, unseren Indoor-Speicher, den Block, und unseren Outdoor-Speicher, den Terra, möchte, dann ist selbst das über NEOM Connect möglich. Und wir können sogar im Netzausfall einen Netzersatzbetrieb gewährleisten über die Verwendung des Blockleitnähers in diesem Fall. So ist man uneingeschränkt
in der Kombination verschiedener Gewerbespeicherlösungen von NEOM und kann das ideale System je Anlage auch bewerkstelligen. All das ist der NEOM Terra und hier werden in den nächsten Tagen und Wochen noch viel, viel mehr Informationen folgen. Schaut auf das Partnerportal, setzt eure Bestellungen ab und ganz wichtig, schaut auch darin, welche Dokumente wir jetzt schon für euch bereitgestellt haben im Downloadbereich, damit ihr sozusagen das Terra-System noch besser entwickeln könnt und noch besser verstehen könnt. Ein weiteres Update ist im Bereich der PV-Paneele. Wir haben erst beim letzten NEOM Live X die PV-Paneele Sun und Sun Plus vorgestellt. Und wir sind überwältigt, wie ihr unser wirklich gutes Angebot aus Preis-Leistung, aber auch Garantieabsicherung und technologischen Fortschritt auf dieser Ebene angenommen habt. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den nächsten Schritt zu gehen und noch bessere oder neue Technologien hier auch anzubieten und zwei weitere PV-Paneele heute vorzustellen. Alle unseren neuen PV-Paneele, die wir heute vorstellen, sind mit der bifazialen Technologie ausgerüstet und sind auf Glas-Glas-Modulebene sozusagen hergestellt. Dabei bleiben wir bei den bewährten und branchenführenden 30 Jahren Produktgarantie und 30 Jahren Leistungsgarantie auf die PV-Paneele. Zudem weisen alle unsere bifazialen Module eine Brandschutzklasse nach Klasse A auf, was die beste Klasse oder die beste Klassifizierung für PV-Module ist. Zudem, wir kennen es alle, die stark Regen- und stark Wettersituationen nehmen aufgrund der Änderung des Klimas zu. Und so ist es für uns wesentlich, dass auch unsere Produkte diesen Extrembedingungen aushalten. Und so sind alle unsere Systeme, PV-Module, auch mit einem Hagelschutz bis Hagelkörner von 30 mm Größe auch geschützt und geprüft. Das eine Sun-Plus-Modul mit 450 Watt ist noch ganz gering unter 2 Quadratmeter. Mit diesen Größen kann man ideal verschiedenste Dachformen, gerade im Heimbereich, sehr gut abdecken. Wenn es spezielle Dachformen gibt, ist ein kleineres Modul sehr, sehr bevorzugt und es erleichtert auch etwas die Montage. Aber nicht nur in diesen Leistungsklassen mit 450 Watt Peak gibt es Anforderungen, sondern auch speziell für größere Dachflächen, denken wir an die Landwirtschaft, denken wir an Gewerbe. Da ist es oft mal das Thema, je größer das Modul, je größer die Leistung je Modul, desto weniger Unterkonstruktion muss ich bauen. Und genau für diesen Use Case haben wir das 500 Watt Peak Modul sozusagen auch aufgenommen und entwickelt und haben hier mit einer Größe knapp über 2 Quadratmeter ein ideales Modul, um hier alles abzudecken. Speziell in Deutschland ist und fällt, in manchen Bundesländern ist es noch ausständig, die 2 Quadratmeter Regel, wo man eine Baugenehmigung benötigt. Hier sind wir etwas über 2 Quadratmeter, das heißt auch diese Module können dort bedingungslos eingesetzt werden. Im Bereich unserer NEOM-Solarspeicherkraftwerke haben wir ebenfalls Updates und möchten wir einen kleinen Ausblick geben, was ihr noch bis Jahresende erwarten könnt. Speziell beim Stack und beim Stack Eco möchten wir voranschreiten und werden wir im Oktober eine Lösung präsentieren, wo man bis zu 6 Speichersysteme DC-seitig unter einen NEO-Wechselrichter parallelisieren kann. Man kann hier den Vorteil von der sehr einfachen Plug-and-Play-Installation und der einfachen Inbetriebnahme nutzen, um sehr große Kapazitätsgrößen auch aufzubauen. Hier ist es wesentlich, dass beim Stack Eco ab 3 Stack Ecos eine DC-Verteilbox, eine DC-Combiner-Box notwendig ist, um sozusagen diese DC-Leitungen auch abzusichern.
verwendet ihr nur zwei parallelisierte Stack-Echos, dann kann dies ganz einfach über ein spezielles Kabelset auch sehr kostengünstig sichergestellt werden. Bei vollem Ausbau von 6 Systemen bekommen wir beim Stack Echo eine nutzbare Kapazität je Neo-Wechselrichter von etwas mehr wie 100 Kilowattstunden, was eine Sensation ist. Aber noch höher geht es mit dem Stack-Produkt. Der Stack ist natürlich von den Einzelkapazitätsgrößen etwas größer und dadurch haben wir bis etwa 140 Kilowattstunden im Vollausbau möglich. Gleich ist es, dass ab 3 Stück wieder diese DC-Verteilbox notwendig ist und bis zu 2 Stück kann man mit dem Kabelset nutzen. Wesentlich ist es auch, dass hier beim Stack ein spezielles BMS notwendig ist, eine spezielle Hardware-Ausführung und speziell für diese Konfigurationen werden wir das dann auch dementsprechend anbieten. Aber die DC-Parallelisierung ist nicht alles. Weiter geht's mit der AC-Kaskadierung. So haben wir bisher bis zu 3 Neos AC-seitig kaskadiert, zugelassen und getestet. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. 4 Netzersatzanlagen, also wo sowohl, wenn das Netz hier ist, der Speicher funktioniert, aber auch, wenn der Strom mal ausfällt, das öffentliche Netz ausfällt, ein Netzersatzbetrieb vollständig automatisch aufgebaut wird, können wir bis zu 6 Systeme AC-seitig kaskadieren und hier eine Leistung von bis zu 120 kW sozusagen auch netzersatzfähig sicherstellen. Wenn der Anwendungsfall dieser ist, dass man auf den Netzersatzfall verzichten kann und man möchte sowieso nur einen Netzparallel, einen On-Grid-Speicher haben, dann können wir sogar bis zu 10 Systeme AC-seitig kaskadieren und hier sogar eine Leistung von knapp oder von genau 200 kW sicherstellen. Aber das Beste ist, wenn man beide Features natürlich dann auch vereint. Und so zeigt sich bei einer AC-Kaskadierung von 6 Stück für den Netzersatzbetrieb und einer vollen Ausbau von der DC-Parallelisierung von 6 Stacks haben wir ein System, das 120 kW Leistung hat, 850 Kilowattstunden nutzbare Kapazität und hier sind wir schon wirklich voll im Bereich von Gewerbe, aber auch Landwirtschaften ideal vertreten. Das ganz einfach mit Systemen, die ihr Tag für Tag installiert, die ihr kennt und wo eure Monteure schon alle wissen, was sie tun. Für den Netzparallelbetrieb, On-Grid-Betrieb only, sind es ja 10 kaskadierte Neos und so steigt die Leistung auf 200 kW und die nutzbare Kapazität auf über 1,4 Megawattstunden, was natürlich ein Wahnsinn ist. Also all das ist sozusagen, bringen wir unsere Heimsysteme der Solarspeicherkraftwerke in den Bereich des Gewerbes, um euch noch einfacher Systeme zur Verfügung zu stellen, wo ihr sehr modular auch agieren könnt. Die beste Hardware ist nichts ohne intelligente Steuerung und so haben wir auch im Bereich der Energiemanagement-Lösungen ein Update. Ab 01.01.2025 ist es in Deutschland vorgeschrieben, wenn der Netzbetreiber sozusagen es auch vorschreibt, dass man gemäß § 4 Energiegeräte, steuerbare Energiegeräte abregeln kann. Sozusagen, der Netzbetreiber sieht, sein Verteilnetz ist überlastet und gibt einen Steuerungsbefehl, um hier sozusagen Systeme abzuregeln. Das kann man jetzt sehr stupide machen und über Relais einfach die Geräte wegschalten oder drosseln. Das ist aber nicht unser Ansatz, sondern unser Ansatz ist wie immer der, wo der Kunde am wenigsten Komfortverlust hat, am wenigsten merkt davon und die Energie hinter dem Netzanschluss immer noch bestmöglich geregelt wird. Und wenn ihr euch denkt, da kommt jetzt was ganz Neues, dann kann ich euch beruhigen. Wie ihr wisst, wir von NEOM, wir denken immer nach vorne. Und alle unsere Kunden und alle unsere Systempartner, die immer schon auf uns setzen und das Solarspeicherkraftwerk mit dem Beam intelligent vernetzen,
sind jetzt schon vorbereitet für den Paragraph 14a. Ihr braucht nichts machen. Wir kooperieren mit Messeinrichtungsbetreibern und die stellen sozusagen von der Messeinrichtung, vom Smart Meter Gateway bis hin zum CLS Gateway alles zur Verfügung. Wir nehmen die Daten ab vom Beam oder über unsere Beam Extension und können hier dann direkt intelligent am Netzanschlusspunkt regeln und hier die Energiegeräte so zu- und abschalten, dass es quasi der Kunde nicht merkt. Wir geben zwar hier in der App eine Info, ja, es ist eine Leistungsbegrenzung aktiv, aber zumeist, wenn der Speicher geladen ist, wird der Kunde davon nichts mitbekommen. Aber was bringt denn den Kunden das dann noch zusätzlich? Ja, ihr wisst schon, mit unseren Neom Skills Connect und Neom Skills Grid könnt ihr jedes Jahr bares Geld sparen. Und so ist es auch mit der Paragraph 14a-Regelung. Wenn ihr eure Systeme so umrüstet, profitiert der Kunde von einer reduzierten Netzgebühr von 110 bis 190 Euro zusätzlich. Und das jährlich. Und das ist eine Einsparung, die unglaublich ist. Aber wie erwähnt, die Bezugsleistungsreduktion findet am Netzanschlusspunkt statt. Die Regelung findet dahinter statt, durch den Beam, und damit hat der Kunde keinen Komfortverlust. Und wir machen es nicht stupide, wie eingangs erklärt, sondern durch die clevere Installation, clevere Abregelung, durch die Modbus-Regelung ist eine viel einfachere Installation und kostengünstige Installation der Energiegeräte möglich. Also all das führt uns in die Welt, dass das trojanische Pferd, die Hardware, nicht mehr das ist, was die Welt bestimmt, sondern wir alle die Netze so nutzen müssen, dass es Sinn macht, dass wir nicht unendlichen Netzausbau haben, sondern dass wir die Netze so nutzen, dass es für die Allgemeinheit in Ordnung ist und nicht für die Peakleistungen ausgelegt ist. Und da kommen meine Kollegen auch ins Spiel, wo wir auf der Hardware die Software- und Servicelösungen aufbauen. Und das freut mich, dass jetzt der Tom euch noch weiter erklärt, was es denn da Neues gibt, speziell im Bereich der digitalen Lösungen. Ja, hallo, auch schönen Abend von meiner Seite. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Tom. Und bei Neom ist es meine Aufgabe, dass wir das dezentrale Solarspeicherkraftwerk, das wir euch bieten, perfekt in die Märkte der Zukunft und in die Energiewende hinein implementieren, damit diese einfach erlebbar ist und unsere Systeme maximal lukrativ sind. Und neben der geilen Hardware, die wir eben bieten, ist unser Kern, auf das, was wir wirklich stolz sind, vor allem unsere Software, unsere Skills, die nämlich dieses sehr komplexe Feld von verschiedensten Märkten, die sich da auftun, einfach für den Kunden abstrahieren und damit auch maximal oder einfach zugänglich machen und auch die maximale Profitabilität bieten. Den Skill, den wir da im April gelauncht haben, ist der Skill Grid. Da ist sehr viel im Hintergrund auch mitgekommen. Aber das, was Skill Grid eigentlich für euch macht und für unsere gemeinsamen Kunden macht, ist den Zugang zu den Energiemärkten zu bieten. Das, was wir als erstes im April gelauncht haben, war eben dieser Energiemarkt der dynamischen Bezugstarife. Das heißt, man kann ja als Endkunde jetzt schon einen dynamischen Bezugstarif abschließen und damit mit diesem intelligenten Energiemanagementsystem können wir seit April die Speicher optimal laden, nämlich immer dann, wenn der Strompreis gering ist und wir wissen, dass wir am nächsten Tag den Speicher nicht brauchen für die Eigenverbrauchsoptimierung, dann laden wir diesen Speicher und reduzieren so die Gesamtstromkosten. Das war seit April für den Heimspeichermarkt zugänglich und jetzt mit dem Herbst ist es allerdings auch für Block- und Terra-Speichersysteme möglich. Das heißt, auch unser C&I-Segment, auch unser Industriesegment kann nun von dieser intelligenten Ladestruktur oder Ladestrategie profitieren. Was man auch in dem Screen schon sieht, das ist die Visualisierung, die dann in Zukunft kommen wird. Das heißt, es gibt auch immer mehr steuerbare und Einstellmöglichkeiten und Steuerfunktionen in der App. Und selbstverständlich, nach Neom-Prinzip, werden wir aber auch dieses Konzept dann für, oder dieses Grid mit dem dynamischen Bezug, auch für kaskadierte Speichersysteme zur Verfügung stellen
Und wir denken natürlich auch an Fremdgeräte, die wir immer mehr in dieses Konzept integrieren werden. Das, was jetzt neu hinzukommt, ist eben, dass man in der App ganz einfach einstellen kann, neben der Solarüberschusspriorisierung und dass man dort die Batteriespeicher lädt, dass man auch intelligent zusätzlich aus dem Netz den Speicher laden kann. An was wir jetzt gerade arbeiten, ist aber auch das Laden von dynamisch von anderen Verbrauchern. Und da bietet sich natürlich die E-Ladesäule an, denn die ist gut steuerbar. Wir haben einen Batteriespeicher quasi angesteckt, einen externen Batteriespeicher, der flexibel ist und es sind hohe Energiemengen. Was wir jetzt hier schon können, ist in der Neom App den Ladevorgang oder die Ladestrategie einfach auszuwählen. Und was mit 2025 dazukommen wird, ist aber auch, dass dieses intelligente Laden über Grid passieren kann. Das heißt, dynamische Stromtarife werden beachtet und man kann einstellen, dass man eben eine Kilometeranzahl ins Auto laden möchte, dass man bis 7.30 Uhr in der Früh fertig sein möchte und Grid wird automatisch die günstigste Zeit wählen, um die Batterieladung oder die Autoladung zu starten. Und das ermöglicht erfahrungsgemäß ungefähr 30% geringere Kosten fürs Laden des Elektroautos, 30% weniger Ausgaben für Mobilität. Und natürlich auch in der App-Auswahl oder in der App ist die einfache Auswahl, wie man jetzt für den heutigen Tag laden möchte. Weil es kann ja zum Beispiel auch sein, dass man jetzt sagt, nein, ich brauche jetzt die volle Ladung. Das heißt, man geht auf Schnellladen und kann dann kann dann unmittelbar mit der Ladung starten. Jetzt habe ich vorher gesagt, intelligente Verbraucher. Jetzt ist natürlich die Ladesäule nicht der einzige Verbraucher, den wir ansteuern wollen, sondern es gibt noch mehrere Geräte. Das heißt, an dem, was wir arbeiten, ist, dass wir in diese Intelligenz auch weitere generische Geräte reinbringen. Das, was sich als nächstes anbietet, ist dann natürlich die Wärmepumpe. Wir arbeiten auch an einem großen Verbrauch und durch den thermischen Speicher, den so eine Wärmepumpe hat, agiert sie ja quasi auch wie ein Batteriespeicher. Das heißt, auch hier werden wir dieses Modell, diesen digitalen Zwilling der Wärmepumpe bauen, damit diese optimal zu dynamischen Strompreisen angesteuert werden kann. Und weiter in die Zukunft gedacht, werden wir immer weitere generische Verbraucher auch ansteuern. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel die Heizstäbe, die man über ein Relais ansteuern kann oder sonstige relaisgesteuerte Verbraucher, wo man dann in der App einstellen kann, zum Beispiel Mindestlaufzeiten oder maximale Pausen, die zwischen den Einschaltzeiten sind. Und mit all diesen Regeln, die der Kunde selbst wählen kann, wird dann Grid und Connect gemeinsam die optimale Lade- oder Verbrauchsstrategie für diese weiteren Verbraucher umsetzen. Also habe ich vorher gesagt, Grid ist das Tor zu den Energiemärkten. Bisher habe ich aber eigentlich nur von den Bezugstarifen gesprochen. Das heißt, ein kleiner Exkurs. Heutzutage schaut ja zum Beispiel ein typischer Tagesverlauf eines Börsenstrompreises für Strom so aus. Das entsteht deshalb, weil immer mehr erneuerbare Energie im Strommix ist, im Erzeugungsmix drin ist. Und diese volatile Erzeugung derzeit noch auf sehr statische Verbraucher trifft. Und dieser Mix erzeugt eben, dass wir auch immer wieder negative Preise sehen. Geringe Preise und teilweise auch negative Preise. Der Bezugspreis ist jetzt klassischerweise einfach nur der Börsenstrompreis mit einem Aufschlag für Steuern und Abgaben und für die Netzgebühren und natürlich auch einem Aufschlag für die Servicegebühren des Energieversorgers. Und was wir derzeit schon können, ist den Batteriespeicher immer optimal zu den günstigsten Zeiten zu laden. Und was jetzt dann noch in Kürze dazukommt, ist auch das Autoladen, also dass wir die intelligenten Verbraucher zu den günstigen Zeiten laden. Der neue Markt, den wir jetzt aber auch angehen, ist die Einspeisung. Denn die Einspeisung orientiert oder läuft eigentlich auch relativ gleich wie der Börsenstrompreis, natürlich mit einem Abschlag. Wir zahlen keine Netzgebühren für die Einspeisung. Allerdings hebt natürlich der Energieversorger seine Gebühren ein. Deshalb ist es leicht niedriger als der Börsenpreis. Und immer dann, wenn wir zu viel Energie haben und die eigentlich einspeisen müssen, dann wird das Neom-System, die Kombination aus Connect und Grid in Zukunft, immer intelligent zu dem Zeitpunkt einspeisen, wenn die Börsenpreise am höchsten sind, wenn die Erlöse am höchsten sind. Jetzt haben wir zwei Energiemärkte, aber es geht noch weiter. Thema Flexibilitätsvermarktung. Stellen wir uns einen normalen Speicher mal vor. Ein Teil des Speichers ist reserviert für den Blackout-Reserve oder für die Lastspitzenkappung zum Beispiel. Und jetzt denken wir an einen Wintertag oder an einen bewölkten Sommertag, wo nicht sehr viel PV-Erzeugung kommen wird. Das heißt, es wird eigentlich nur ein kleiner Teil des Speichers an diesem Tag verwendet werden für die Eigenverbrauchsoptimierung. Ein großer Teil des Speichers liegt brach, wird nicht benutzt, bringt
kein Geld. Und genau mit diesem Teil des Speichers werden wir in Zukunft auch in die Flexibilitätsvermarktung gehen. Was bedeutet das? Hinter der Flexibilitätsvermarktung steht das Konzept, dass ein Speicher nicht nur für einen Use Case da ist, sondern einen Multi-Use Case erfüllt und mehrere Dinge gleichzeitig machen kann. Das heißt, die Kapazität des Speichers wird dazu genutzt, um auf den verschiedensten Energiemärkten, auf den schnellen täglichen Energiemärkten, die derzeit eigentlich nur den großen Speichern und den großen Playern im Markt vorbehalten sind, dass man diese Kapazität auch bei kleinen Speichern nutzt, um dort teilzunehmen, um dort an diesen Energiemärkten Geld zu verdienen. Und andererseits natürlich auch, dass man diese Kapazität nutzt, um netzdienlich zu agieren. Und dafür wird man auch belohnt. Und das Ganze funktioniert, wie wir es gerne bei Neo machen, intelligent. Das heißt, diese Speicheraufteilung, welchen Anteil ich jetzt für Eigenverbrauchsoptimierung verwende oder welchen Anteil ich für Flexibilitätsvermarktung verwende, den muss der Kunde nicht selbst einstellen, weil der ist ja jeden Tag anders, sondern all das passiert automatisch, optimiert und immer so, dass der meiste Erlös rausschaut. Jetzt haben wir noch einen weiteren Markt, einen Energiemarkt, der uns wichtig ist. Nummer 4, wenn ich jetzt richtig mitzähle. Club, dezentrales Energieteilen. Das ist eine Reise, die wir vor 2 Jahren angefangen haben und auf die wir sehr stolz sind. Vielleicht auch kurz aktuelle Zahlen, weil im Sommer jetzt in Österreich wir ein enormes Wachstum erlebt haben. Wir sind mittlerweile, haben wir mittlerweile 120 Energiegemeinschaften, die wir aktiv in Österreich betreuen. Wir haben über 6000 Zählpunkte, die dezentral Energie handeln und wir haben bisher 4,5 Gigawattstunden dezentral Energie gehandelt. Und wenn man das jetzt einmal umrechnet und sich überlegt, dass man zum Beispiel 25 Cent sonst pro Kilowattstunde für die Energie gezahlt hätte, bedeutet das, dass wir Energie in einem Marktwert von über 1 Million Euro dezentral zwischen Personen hin und her geschoben haben. Und ich glaube, das in sich ist schon ein enormer Erfolg. Und das Schöne ist, die Bewegung findet jetzt nicht nur in Österreich, findet immer mehr Schwung, sondern es geht auch in der Schweiz und in Deutschland los. In der Schweiz haben wir seit Juni die gesetzliche Grundlage für Energy Sharing. Und da gibt es jetzt auch mit Anfang 2025 spannende neue Entwicklungen. Und ganz aktuell ist in Deutschland draußen der Gesetzesentwurf, wie Energy Sharing geregelt werden soll, der mit der nächsten Novelle des ENWG kommen soll. Das heißt, auch hier wird es langsam konkret mit etwas Verzögerung, aber es wird langsam konkret auch in Deutschland mit Energy Sharing. Jetzt ist es das eine, eine Energiegemeinschaft einmal, ich sage mal, bilanziell zu betreuen, aber das, was wir natürlich erreichen wollen, ist, dass wir mit dieser Community, die wir haben, die maximale Wirtschaftlichkeit rausholen, aber auch natürlich die Energiewende unterstützen, die Netze unterstützen. Und dazu beginnen wir jetzt unser Neom Energiemanagement Ökosystem und den Club miteinander zu verbinden. Und da möchte ich jetzt auf eine kleine Reise mitnehmen. Stellen wir uns mal einen klassischen Tag vor, ein schöner Sommertag für einen Privathaushalt in einer Energiegemeinschaft. Jetzt haben wir eine gute Erzeugung und der Speicher ist eigentlich zum Mittag schon voll und kann keine weitere Energie mehr aufnehmen. Das heißt, diese gesamte Überschussenergie, die nicht mehr eingespeichert werden kann für den Eigenverbrauch, wird beim Energieversorger eingespeist. Und derzeit ehrlicherweise zu immer geringeren Preisen. Gerade zur Mittagszeit ist der Bevorstrom immer weniger wert. Und jetzt in Österreich zum Beispiel, die ÖMAG liegt mittlerweile, glaube ich, bei irgendwas 4 bis 5 Cent. Also sehr, sehr wenig, was man da eigentlich noch erhält. Wenn man sich jetzt die Energiegemeinschaft anschaut, die ja im Wesentlichen aus einer Gruppe von vielen Presumen besteht, hat die ein ähnliches Verhalten. Auch hier haben wir in der Mitte, zur Mittagszeit, einen starken Überschuss. Das heißt, die vielen PV-Anlagen der Energiegemeinschaft produzieren viel Energie und wir können uns zu 100% aus der Energiegemeinschaft decken. Allerdings in den Abendstunden, da wo keine Sonne scheint, in den Nachtstunden, da beziehen wir immer noch Strom von dem Reststromlieferanten. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir die Batterie bewusst in die Energiegemeinschaft entladen in der Nacht. Und zwar immer dann, wenn wir wissen, dass wir am nächsten Tag die Energie nicht für uns selbst, für die Eigenverbrauchsoptimierung brauchen. Das heißt, wir fangen an, wenn die Sonne untergegangen ist und immer dann, wenn wir wissen, so viel Energie braucht die Energiegemeinschaft, den Speicher kontinuierlich zu entladen, damit wir in der Früh bei einem geringen Ladestand starten, damit wir die volle Energie, die uns die PV-Anlage bringt, wieder einspeichern. Und dadurch machen wir eins, wir speichern den Überschuss nicht mehr beim Energieversorger ein, sondern wir speisen sie beim Club ein, bei unserer Energiegemeinschaft.
Und durch diese Kombination von Connect und Club werden wir mehr Regionalität erreichen und wir werden mehr Erlöse erreichen. Und wir merken schon eins, all diese Produkte wachsen immer weiter zusammen. Jetzt haben wir Grid, jetzt haben wir Connect, wir haben Club, irgendwie hängen die alle zusammen. Das bietet natürlich viele Möglichkeiten, viele Chancen, allerdings auch viele Herausforderungen und die Komplexität steigert auch. Aber auch hier haben wir eine Antwort, eine tolle Antwort, aber dazu kann euch der Markus jetzt gleich mehr erklären. Danke, Tom. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Markus, zuständig für das NEOM Connect Energiemanagement. Wie uns der Tom schon erzählt hat, gibt es in Zukunft viele neue Funktionen, die in unseren Skill Grid, in unseren Skill Club mit reinkommen. Und beide Skills, Grid und Club, werden ja von unserem Energiemanagement Connect gesteuert. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch heute ein ganz spezielles Thema präsentieren. Dazu möchte ich euch mal kurz mitnehmen auf eine Übersicht, wie schaut denn das Energiesystem für unsere Kunden aus? Wenn wir hier den Kunden in der Mitte sehen, war das bisher relativ einfach für den Kunden. Der hatte die typischen Verbraucher im Haushalt, also die Großverbraucher waren maximal die Waschmaschine, der Trockner, und der hatte einen statischen Stromtarif. Ein Stromtarif, den er noch dazu fast nie gewechselt hat. Dann hat dieser Kunde eine PV-Anlage gekauft und sich einen NEOM-Speicher zugelegt. Und mit diesem NEOM-Speicher und der PV-Anlage kamen dann auch oft zusätzliche elektrische Verbraucher hinzu. Elektrische Verbraucher wie ein Elektroauto, eine Wärmepumpe oder auch ein Heizstab, der elektrisch betrieben wurde, um das Warmwasser aufzubereiten. Wenn sich der Kunde dann genauer beschäftigt hat mit all diesen Themen, dann hat er auch entdeckt, es gibt dynamische Strompreise. Immer mehr Kunden entdecken das Thema dynamische Strompreise, wo sie auch an den Preisschwankungen mitpartizipieren können. Das heißt, viele Kunden legen sich gerade einen dynamischen Bezugstarif zu und viele Kunden überlegen sich auch jetzt einen dynamischen Einspeisetarif zu nutzen. Aber nicht nur dynamische Strompreise, sondern auch Energiegemeinschaften, wie wir gerade vom Tom gehört haben, sind ein riesiges Thema und die Wachstumsraten sind hier riesig. Und in Zukunft werden wir auch noch sehen, dass ganz viele Kunden ihren Speicher auch noch für Flexibilitätsvermarktung nutzen. Und ihr seht schon, dieses komplexe Energiesystem für unsere Kunden bietet zwar viele Möglichkeiten, viele Chancen und viele Vorteile, aber der Kunde stellt sich auch viele Fragen in dem Zusammenhang. Fragen wie zum Beispiel, wann ist es denn der beste Zeitpunkt, mein Auto zu laden? Oder die Frage, soll ich jetzt den Strom von meiner PV-Anlage besser ins Auto schicken oder besser meinen Speicher damit aufladen? Oder die Frage, vielleicht soll ich sogar meinen Speicher zu günstigen dynamischen Strompreisen aus dem Netz vollladen? Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, Fragen, für die der Kunde Informationen braucht. Informationen, wie Sie hier auch seht, Informationen wie, wie viel produziert denn meine PV-Anlage überhaupt jetzt heute und morgen und in den nächsten Tagen? Wie viel verbrauche ich denn überhaupt erst in den nächsten Tagen? Und wie viel muss ich denn den Speicher dann vollladen? Lohnt es sich, den Speicher vielleicht vollzuladen mit einem sehr günstigen Netztarif? Ab wann lohnt sich das? Oder vielleicht soll ich sogar den Speicher nutzen, um in das Netz einzuspeisen und hier mehr Profitabilität zu erlangen? All das sind Fragen, die sich der Kunde stellen muss, aber Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ich möchte euch nur mal ein kurzes Beispiel geben. Nehmen wir mal das Beispiel her, wann ist denn der beste Zeitpunkt für den Kunden, sein Elektroauto zu laden? Natürlich ist der beste Zeitpunkt dann, wenn die Sonne scheint, ich lade mein Elektroauto mit PV-Strom. Da fängt es aber dann schon an. Ich muss prüfen, produziert die PV-Anlage überhaupt genügend PV-Strom, damit mein Auto vollgeladen werden kann? Sonst kann es passieren, dass ich am nächsten Tag mit einem halbgeladenen Auto dastehe und nicht weit komme. Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch prüfen, kann die PV-Anlage so viel produzieren, dass sie nicht nur das Auto, sondern auch den Speicher vollladen kann. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn am nächsten Tag nicht die Sonne scheint und ich den Speicher brauche, damit ich meinen Eigenbedarf decken kann. Aber wenn ich den Eigenbedarf aus dem Speicher decken muss, soll ich mir auch vielleicht anschauen,
ob es nicht günstiger wäre, den Speicher mit günstigem Netzstrom zu laden. Nämlich, wenn der Strom günstiger ist aus dem Netz. Aber bevor ich das tue, müsste ich mal prüfen, wie viel brauche ich denn überhaupt am nächsten Tag an Energie, damit ich den Speicher nicht zu voll lade und nicht zu viel Strom aus dem Netz beziehe, den ich dann gar nicht brauche. Gleichzeitig müsste ich aber prüfen, bevor ich den Strom aus dem Netz beziehe, bekomme ich den Strom vielleicht nicht auch billiger von der Energiegemeinschaft. Dazu muss ich die beiden Tarife vergleichen, den günstigen Netztarif mit dem Tarif von der Energiegemeinschaft. Um das zu tun, muss ich aber auch die Netzgebühren miteinander vergleichen. Und da ist Vorsicht geboten, weil die Netzgebühren der Energiegemeinschaft sind zum Glück günstiger als die Netzgebühren vom Netz. Aber wenn man das tut, muss ich natürlich auch prüfen, wenn ich aus der Energiegemeinschaft Strom beziehe, liefert die Energiegemeinschaft denn überhaupt genug Strom zu dem Zeitpunkt, wo ich sie beziehen möchte, um den Speicher zu laden. Und noch zu guter Letzt müsste ich dann auch noch prüfen, vielleicht macht es denn auch Sinn, wenn ich den Speicher schon volllade, dass ich irgendwann mal zu sehr hohen Preisen Strom in das Netz einspeise, um dann mehr Profit zu bekommen. All das sind Fragen, die müsste der Kunde mehrmals täglich sich beantworten. Das heißt, er müsste all diese Daten mehrmals täglich evaluieren, um dann die richtigen Einstellungen zu treffen. Und das ist natürlich jetzt nicht praktikabel. Ihr seht schon hier auf dem Bild, unsere Kunden fühlen sich manchmal so wie vor einem riesen Schaltpult mit Hunderten, mit Tausenden von unterschiedlichen Knöpfen, die sie dann täglich mehrmals bedienen müssten. Und dann wissen sie gar nicht, wie sie die Knöpfe richtig bedienen, weil sie die ganze Flut von Daten auch gar nicht auswerten können. Wir merken das momentan auch deswegen, denn unser Support-Team ist momentan deswegen auch sehr, sehr überlastet, weil sie Anrufe von unseren Kunden bekommen und sagen, was ist denn das Beste? Genau das, wie stelle ich denn die Regel ein, damit ich den höchsten Profit bekomme? Und oft ist es auch so, dass der Kunde diese Einstellungen gar nicht machen kann, aus Zeitgründen, aus Informationsgründen. Und deswegen möchte ich euch heute hier die Lösung präsentieren, die wir als NEOM dafür entwickelt haben. Das ist die Intelligenz, die künstliche Intelligenz von NEOM, die diese Einstellungen völlig automatisiert mehrmals täglich für den Kunden durchführt, um für den Kunden die höchste Profitabilität, die höchste Sicherheit und den maximalen Komfort zu gewährleisten. Aber ich möchte euch hier mal erklären, wie NEOM Connect AI funktioniert. NEOM Connect AI wird in Zukunft in allen unseren Energiemanagementsystemen inkludiert sein. Also wenn ihr NEOM Connect nutzt, werdet ihr in Zukunft sehr bald auch sehen in der App, dass NEOM Connect AI hier mit integriert ist. Und ich möchte euch hier mal erklären, wie das Ganze funktioniert. NEOM Connect AI nutzt die Daten vom Kundenstandort. Das heißt, all die Daten wie die Produktion, die Größe der PV-Anlage, die Größe des Speichers, wie viel Strom braucht denn der Kunde typischerweise zu bestimmten Tageszeiten, Uhrzeiten, Jahreszeiten? Wie viel Strom wird produziert bei gewissen Wetterbedingungen? Welche Stromtarife hat denn der Kunde? Ist er Teil einer Energiegemeinschaft? Wie groß ist der Speicher? Wie wird der Speicher typischerweise genutzt? Wie viel Strom wird der Haushalt verbrauchen in den nächsten Tagen, Wochen? All diese Daten nimmt Connect AI und übergibt sie und transformiert sie in einen sogenannten digitalen Zwilling. Der digitale Zwilling ist ein Abbild in der digitalen Welt von dem realen Kundenstandort. Und mit diesem digitalen Zwilling macht Connect AI Optimierungen. Das heißt, Connect AI hat Optimierungsziele. Das ist eben, wie gesagt, der Profit, die Sicherheit und der Komfort. Und mit diesen Optimierungszielen macht Connect AI jeden Tag für jeden Kundenstandort millionenfache Simulationen pro Tag. Und aus diesen Simulationen ermittelt Connect AI völlig automatisch jene Simulation, die am besten dafür geeignet ist, diese Optimierungsziele zu erreichen. Was passiert mit dieser besten Simulation?
die nutzt Connect AI, um einen Steuerfahrplan zu definieren, einen Steuerfahrplan zu erzeugen, wie denn, um diese Simulation am besten erfüllen zu können, wie denn die Batterie angesteuert werden muss von dem Energiemanagement und wie die Verbraucher angesteuert werden müssen. Dieser Steuerfahrplan wird dann in den Realstandort hochgeladen und auf dem Beam, der die Zentrale beim Kundenstandort ist, ausgeführt. Sollte dann der Beam und Connect AI erkennen, es gibt hier Abweichungen von der originalen Simulation, die genutzt wurde, nämlich es wird mehr Energie verbraucht als prognostiziert, so wird Connect AI automatisch sofort eine neue Simulation anstoßen, nochmal millionenfach simulieren, was ist denn unter diesen neuen Bedingungen jetzt die beste Simulation und völlig automatisch diese neue Simulation dann wieder hochladen als neuen Fahrplan, um diesen dann auszuführen. Mit diesem Konzept erzielen wir eben die höchste Profitabilität, die beste Sicherheit und den besten Komfort für unsere Endkunden. Was ist denn der Vorteil dann? Wie gesagt, es ist der Assistent, der diese ganzen Schieberegler für den Kunden völlig automatisch bedient. Der Kunde muss sich dann deswegen nicht mehr darum kümmern, ist nicht mehr überfordert mit diesen ganzen Daten, die er auswerten müsste, um dann selbst Entscheidungen treffen zu können. Connect AI passt sich auf die individuellen Situationen auf den Kundenstandort an. Wenn zum Beispiel jetzt der Kunde eine Wärmepumpe installiert und die viel mehr Strom benötigt, als bisher Strom verbraucht wurde, dann erkennt das Connect AI, berücksichtigt das in den Simulationen und macht daraus einen darauf adaptierten Fahrplan. Connect AI reagiert auch situationsabhängig. Gehen wir mal davon aus, die Familie von dem Standort fährt in den Urlaub und hat dann natürlich an dem Standort weniger Stromverbrauch. Das erkennt Connect AI automatisch und stellt dann die Schieberegler so ein, dass der Strom halt dann zum Beispiel mehr für die Direktvermarktung genutzt wird oder mehr in die Energiegemeinschaft eingespeist wird. Das heißt, und das haben Simulationen, die wir hundertfach, tausendfach durchgeführt haben, auch bestätigt, Connect AI trifft immer eine bessere Entscheidung, als das der Kunde selber machen könnte durch manuelle Einstellungen. Denn Connect AI macht tausendfache Einstellungen pro Tag, die ein Kunde gar nicht praktikabel durchführen kann. Dadurch ist Connect AI auch zukunftssicher für neue Anwendungen, die wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht kennen und die in Zukunft das Energiesystem bringen werden. Und das ist sozusagen die Basis für neue Dienste. Neue Dienste, von denen nicht nur unsere Endkunden profitieren, sondern von denen auch ihr profitiert als Systempartner, weil diese Dienste natürlich dann auch neuen Preismodellen folgen werden und diese neuen Preismodelle auch von euch genutzt werden können, beziehungsweise ihr durch das Partnerbonusprogramm profitieren könnt. Stichwort profitieren, da gibt es einen meinen Kollegen, den Martin Riegler, der wird euch jetzt noch mehr Themen präsentieren, von denen ihr als Systempartner profitiert. Bin ich am Ende meiner Präsentation bedankt. Martin, was hast du uns erzählen? Hi Marco, grüß dich. Danke. Ja, wie heute eingangs bereits durch den Walter auch angekündigt, haben wir nicht nur Hardware- und Software-Updates oder Skill-Updates, sondern vor allem auch Updates Richtung Partnerservices, die euch ermöglichen, noch besser am Markt zu agieren und beim Kunden draußen Abschlüsse zu generieren. Ja, wir haben Partnerservices bei uns im Neom-Universum einerseits im Vertrieb, aber vor allem auch für euch in unserem generellen Hub, dem Partnerportal, integriert. Und dort im Partnerportal spielen sich eigentlich alle Partnerservices rund vom Partnerbonusprogramm über den Shop zum Beziehen bis zu den Marketingunterstützungen und auch der Kalkulation von Rent alles für euch ab. Hier haben wir jetzt auch in Richtung Support euch ermöglicht, einen weitaus effizienteren, aber auch vor allem schnelleren und transparenteren Weg einzuschlagen und haben auch das Thema Tickets mit integriert.
dass ihr ab sofort unter der Rubrik Support und Schulungen, aber auch rechts oben die Tickets einsehen könnt, neue erstellen könnt in den jeweiligen Kategorien, was dann zu unseren Experten kommt. Ihr seht hier auch den Link direkt zu unserer Wissensdatenbank, wo für alle neuen Produkte und bestehenden Produkte wirkliche Deep-Dive-Informationen vorhanden sind zum Nachlesen. Ihr seht auch dementsprechende Übersicht und sogar den Ticketstatus dazu, der heute auf offen oder geschlossen, aber in nicht allzu ferner Zukunft auch wirkliche Detailstatuses beinhaltet. Ihr habt auch gerade gesehen, wir können uns einerseits das Organisationsticket oder meine Tickets ansehen und somit aus meiner gesamten Organisation bzw. nur meine auch rausfiltern. Man kann auch direkt in den Tickets korrespondieren, man kann Sachen hochladen wie Videos, wie Audio-Files oder dementsprechende Beschreibungen und direkt mit unserem Support über die Tickets direkt in Kontakt treten. Ja, in wenigen Wochen werden wir zudem auch noch unsere Leads, die wir bis dato per E-Mail an euch geschickt haben, auch in unser Partnerportal integrieren. Und viele von euch verwenden von uns bereits das Angebotstool in klassischer Form mit einem Beratungsbogen. Der Beratungsbogen war bisher sehr manuell ausgeführt, wo schon alle digitalen Services und die Mehrwerte drinnen beschrieben waren. Und auf Basis auch von vielen Feedback, was wir von euch bekommen haben, haben wir auch ein dynamisches Angebotstool entwickelt, was wir euch heute vorstellen wollen. Dieses dynamische Angebotstool wird euch ermöglichen, wirklich individuell für euren Kunden dementsprechend die Skills zu berechnen und für euch die Skills zu berechnen und für den Kunden den Mehrwert auch am Point of Sale beim Kunden im Gespräch auch herzuzeigen. Ihr findet das Ganze direkt dann ab nächsten Mittwoch hier im Partnerportal gelauncht unter meine Projekte bei neuem Projekt starten oder in der Übersicht und da starten wir jetzt gemeinsam hinein. Ihr seht, wir können hier neue Projekte starten oder eine Übersicht von bestehenden generieren und in 6 Punkten können wir auch so ein Angebot erstellen. Hier können wir im ersten Step die Kundendaten auch eingeben, klassisch der Vorname, Nachname, die Adresse, die zugehörige Hausnummer, die Postleitzahl, das Land, aber natürlich auch die weiteren Informationen, die euch dann weiter ermöglicht, von Telefonnummer bis hin zur E-Mail-Adresse, was schon angeführt wird und dann weiterfolgend auch für die Connect-Aktivierung benötigt wird, direkt einzugeben und in weiterer Folge dann im nächsten Schritt wirklich in die Detailkonfiguration von eurem initialen Angebot im Detail für den Kunden zu berechnen. Jetzt haben wir die Daten eingegeben, jetzt gehen wir weiter und wir sehen schon, jetzt gehen wir in die Standardkonfiguration. Wir haben einen Privathaushalt mit Notstromversorgung, Eigenverbrauchsoptimierung, wir haben eine Wärmepumpe und ein E-Auto vor Ort. Insgesamt 12.000 Kilowattstunden an Verbrauch bei dem Gesamthaushalt. 35% macht ungefähr die Wärmepumpe aus, 30% das Elektroauto. Wir haben einen Strompreis vor Ort von 17 Cent vor Abgaben und Netzgebühren. Wir haben dementsprechend 3.000 Euro an Stromkosten hochgerechnet und wir können sogar unsere Finanzierung für 10, 15, 20 Jahre mit keiner oder 15% Anzahlung auch direkt ausrechnen. Im nächsten Schritt gehen wir schon in eine rudimentäre Auslegung von der möglichen PV-Anlage. Wir zeichnen es direkt im Dachfenster ein, welche Dachform bzw. welche Dachflächen ein, zwei oder mehrere zugehörige Ausrichtungen, aber auch dementsprechende Neigungswinkel können wir mit berücksichtigen und dann dementsprechende schon Vorkonfiguration, was uns dann überführt zur Produktauswahl. Hier wählen wir dann das PV-Modul aus, 24 Module für eine 10 Kilowatt Peak, einen Cube Light Heimspeicher dazu mit dem neuen Neum Neo, den wir heute auch schon gesehen haben, ergibt dann zusammen mit
der Auswahl der 5 Jahre Premium-Mega-Lizenz für alle Funktionen und einer Umschaltbox im zugehörigen Sockel das optimale Produkt für den Heimanwender. Wenn wir das ausgewählt haben, können wir ganz runter scrollen und die Produktauswahl bestätigen. Im nächsten Schritt kommt eure Angebotskalkulation. Ihr habt eure Detailkalkulation schon gemacht für gewisse Größenordnungen oder für den Standort. Hier geht es dann um den Gesamtpreis inklusive Montage und Installation. 10.000 Euro und 8.000 Euro für den Speicher, haben nochmal die PV-Übersicht und kommen dann direkt rüber zur Gesamtübersicht, was wir eingegeben haben. Vom Standort über die Produktauswahl, euer Angebotspreis für den Kunden und direkt darunter schon die Berechnung, die individuelle Berechnung für den Kunden, den ihr mit dem Angebot auch ausgerechnet habt. Und für den Angebot selbst können wir dann ein weiteres folgendes PDF generieren, was maßgeschneidert für den Kunden dann ausgegeben wird. Man sieht hier gleich die Erstdarstellung auch der Skills von Connect, 240 Euro, Club 152 Euro, Grid 370 Euro und Green 200 Euro. Ergibt alleine durch die Neom-Mehrwerte, durch die Mehrwerte des intelligenten Solarspeicherkraftwerks, das maximal aus der Hardware, über die wir heute auch schon gesprochen haben, rausholt, 964 Euro on top zu der Einsparung der Hardware. Die ermöglicht uns natürlich einen gewissen Autarkiegrad, eine gewisse Eigenversorgung, was wir hier natürlich auch mit berücksichtigt haben, von 1826, ergibt summa summarum 2790 Euro an Einsparungen des Solarspeicherkraftwerks. Dann generieren wir das PDF, was ihr dann direkt rausbekommt und entweder an den Kunden schicken könnt oder dementsprechend vor Ort direkt mit dem Kunden durchgehen könnt. Und wie das ausschaut, da gehen wir jetzt genau drauf ein. Abgeleitet von unserem Angebotsbogen haben wir das dann dementsprechend weiterentwickelt. Das schaut dann aus, dass dieses PDF mit mehreren Seiten generiert wird. Und jetzt springen wir da auch rein, wie das Ganze ausschaut. Auf der ersten Seite sehen wir gleich plakativ dargestellt euer Logo. Das ist euer Angebot für den Kunden, das individuell berechnet wurde, mit einem gesamtwirtschaftlichen Vorteil von 71.200 Euro. Hier nochmal die Gesamtdarstellung der Kundendaten, die wir eingegeben haben gemeinsam und auch des persönlichen Experten für die Beratung des Solarspeicherkraftwerks. In weiterer Schritt schauen wir uns dann in erster Linie den aktuellen Status quo des Kunden an. Wie schon zuvor gesagt, wir haben 12.000 Kilowattstunden an Stromverbrauch über das Jahr zusammengesetzt aus den jeweiligen Verbrauchern. Wir haben auf der rechten Seite die wirtschaftlichen Daten des Heimverbrauchs mit 25 Cent inklusive Steuern, Netzgebühren, allen sämtlichen Abgaben, ergibt dann 3.000 Euro pro Jahr. Und wenn man 3.000 Euro mit einer durchschnittlichen Preissteigerung, alleine bei der Netzkostensteigerung haben wir heuer schon in Österreich knapp 20% gesehen und werden auch nächstes Jahr in dieser Größenordnung sehen, gehen wir von 4% Preissteigerung aus, würde dieser Kunde über die nächsten 20 Jahre 75.484 Euro an Stromkosten ausgeben. Wir haben auch gewisse historische Werte mit berücksichtigt, wie sich das Ganze entwickelt hat in der Vergangenheit. Und das sind Durchschnittswerte aus den Märkten heraus in Österreich, in Deutschland und dann auch der Schweiz. Und wir sehen natürlich im 2022er und 2023 waren die Strompreise extrem hoch, die sich jetzt sukzessive wieder einpendeln. Jetzt kommen wir schon zur Darstellung, wie schaut das Ganze vom Energiefluss von dem neuen Solarspeicherkraftwerk aus. Auf der rechten Seite, wie zuvor gesehen, haben wir die Darstellung auch dieser rudimentären PV-Auslegung. Wir haben 10,3 Kilowatt-Peak mit 24 PV-Modulen, ergibt mit der Neigung der Südausrichtung, was wir hier haben, 10.745 Kilowattstunden Jahresproduktion des PV-Systems mit einem zugehörigen 9,1 Kilowattstunden Nettokapazitätsspeicher.
können wir uns mit 12.000 Kilowattstunden zu 58% selbst versorgen. Der Rest, die 42%, kommt aus dem Netz, den wir heute auch schon von den Kollegen gehört haben, noch weiter optimieren können, ob aus der Energiegemeinschaft oder aus Grid. Und die Ersparnisse schauen wir uns auch gleich an. Der Überschuss bei der Größe von der PV-Anlage geht dann dementsprechend auch über ins Netz. Auf der nächsten Seite sehen wir schon das von euch ausgewählte Solarspeicherkraftwerk mit den jeweiligen Komponenten vom PV-Modul, die Anzahl, die Garantieleistung dahinter, den Jahresertrag, den erwartenden, bis eben zum Beam, unser Herzstück, das Connectivity-Device, wo alle Hauptenergiekomponenten miteinander vernetzt und gesteuert werden, der Neom-Neo-Wechselrichter und die jeweiligen Garantieleistungen, ebenfalls der Cube Light in der Darstellung mit 10 Jahre Garantie und 9,1 Kilowattstunden an Nettokapazität. Hier sehen wir auch noch einige Vorteile, die nicht jeder Marktteilnehmer auf der Hardware alleine hat, wie zum Beispiel eine 3-Phasen-Netzersatzfunktion oder ein solares Nachladen oder eine Gesamtsystemgarantie vom Modul über den Wechselrichter, über den Speicher bis eben zu den Services. Jetzt gehen wir rein und schauen uns im Detail an, wie würde das Solarspeicherkraftwerk auch die Energiebilanz verändern. Wir sehen die Stromproduktion mit 10.745 Kilowattstunden. Davon können wir 65% eigen verbrauchen. 14% würde in die Club-Energiegemeinschaft, wenn ich einer beitrete, auch direkt eingespeist werden können und 21% zum Energieversorger. Am Stromverbrauch, wie zuvor gesagt, 12.000 Kilowattstunden, 58% können wir uns auch autark versorgen mit der PV. Club würde dann dementsprechend auch zur Frage kommen, dass wir uns aus der Energiegemeinschaft mit Strom versorgen und aus 33% des Netzbezugs, was wir dann nach Club noch übrig haben, den können wir optimiert beziehen über Grid. Und wie sich dann eben genau dieses intelligente Solarspeicherkraftwerk verhält gegenüber einem anderen Solarspeicherkraftwerk beziehungsweise an einem trüben Tag, weil an sonnigen Tag hat man zumeist eh eine gute Eigenverbrauchsoptimierung und Eigenverbrauchsleistung, wo man ohne großen intelligenten Steuerungswert durchkommt, aber genau an trüben Tagen in Österreich, Deutschland und der Schweiz durchaus hoch häufig, schauen wir sich an, wie sich sowas verhält. Um 1 Uhr bis 5 Uhr würde eben Grid aktiv werden, wenn wir es aktiviert haben mit einem dynamischen Strompreis. In Kombination laden wir den Speicher von 1 Uhr bis 5 Uhr in der Früh auf und versorgen uns gleichzeitig auch aus dem Netz selbst, weil der Strompreis gerade günstig ist. Ab etwa 11 Uhr am Vormittag, weil es ein trüber Tag zu Beginn ist, ist dann dementsprechend der Eigenbedarf gedeckt durch den Speicher, den wir geladen haben, und überdeckt mir schon die Hochpreiszeiten, der gerade im Markt vorhanden ist. Um etwa 11 Uhr schlägt dann das Wetter um und wir haben eine solare Stromproduktion, die einerseits den Speicher lädt und auf der anderen Seite auch den Eigenverbrauch deckt, wobei wir dann bis ca. 15 Uhr sukzessive wieder beginnen, aus dem Stromspeicher Energie zu entnehmen und dann bis etwa 8 Uhr am Abend optimal durchkommen, bis wir dann entweder der Speicher entleert ist bei kleinen Speichersystemen oder dementsprechend viel günstiger ist, wenn ich jetzt mir den Strom aus der Energiegemeinschaft hole. Und das sehen wir hier dargestellt mit der roten Linie. Das ist dieser Fixpreis, der in der Energiegemeinschaft mit meiner Community definiert habe, mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden, zum Ein- oder Verkauf des Stroms. Und wir sehen dann, ab 20 Uhr kaufen wir nicht teuer über den dynamischen Strom, sondern priorisiert Nummer 1 immer über dann die Energiegemeinschaft, wenn dort ein Strom vorhanden ist, und wir sparen uns auch bares Geld, weil wir über die Energiegemeinschaft bis spät in der Nacht Strom beziehen. In weiterer Folge nochmal aufgegliedert, wie ergibt sich jetzt die Wirtschaftlichkeit? Die Wirtschaftlichkeit des Solarspeicherkraftwerks, was wir vorher uns schon auch angesehen haben, wir haben es kalkuliert und hier haben wir es dann direkt
auch eingebettet im Angebot 1826 für das Solarspeicherkraftwerk, was ich mir erspare, weil ich es nicht dem Energieversorger auch ausbezahle, sondern mich selbst versorge, über die Eigenverbrauchsoptimierung 241 Euro, durch das intelligente Laden aus dem Netz über Connect AI kann ich mir übers Jahr hinweg nochmal 370 Euro einsparen, weil ich zu günstigen Zeiten meine Speicher lade. Ich kann über Club meinen Überschuss in die Energiegemeinschaft verkaufen oder auch von meinen Nachbarn aus der Nachbarschaft den Strom beziehen. Und mein Elektroauto, dafür reiche ich auch noch die E-Prämie ein und bekomme 200 Euro. Ergibt summa summarum, ja, einerseits das Solarspeicherkraftwerk für die Eigenversorgung 1826 Einsparung, aber pro Jahr 964 Euro durch die intelligente Ansteuerung, durch die Neo-Mehrwerte. Und wenn man das eben hochrechnet mit dieser, wie vorher gezeigten, Strompreisentwicklung der nächsten Jahre mit 4% über 20 Jahre hinweg, ergibt das eine Gesamtersparnis von 98.200 Euro. Ja, und natürlich müssen wir das System zuerst einmal kaufen oder finanzieren. Und deswegen haben wir hier auch diese Investitionskosten aufgegliedert und berücksichtigt. Wir sehen auf der rechten Seite genau die Kaufdarstellung in Rot gehalten mit 89.200 Euro Gesamtersparnis. Wir haben Investitionskosten dementsprechend vom Systempartner von Neom verkaufsseitig an den Kunden mit 18.000 Euro, ergibt einen wirtschaftlichen Vorteil über 20 Jahre von 71.200 Euro. Jetzt kann ich das Ganze auch noch finanzieren, wenn ich sage, ich kann oder ich möchte vielleicht gar nicht 18.000 Euro in die Hand nehmen und direkt mir ein Solarspeicherkraftwerk kaufen, sondern mal 2.700 Euro als Anzahlung, die 15%, die wir zuvor ausgewählt haben, investieren und den Rest über die Rate auch abbezahlen. Wir haben hier gerechnet ein Rundum-Sorglos-Paket für den Kunden, das heißt auch eine komplett Rundum-Versicherung, wenn ein Schaden, wenn ein technisches oder produktionsspezifisches Verhältnis vor Ort ist, dass dann auch alles ausgetauscht wird und keine weiteren Kosten für den Kunden anfallen. Ergibt über die 20 Jahre 29.000 Invest, die knapp 10.000 Euro diese Rundum-Sorglos-Vollkaskoversicherung und immer noch abzüglich der Investitionen von den 89.200 Gesamtersparnis einen wirtschaftlichen Vorteil zum heutigen Status quo von 44.000 Euro aufgerundet. Ja, und wie kann jetzt der Kunde, wenn er natürlich dann das Solarspeicherkraftwerk installiert hat, auch an den ganzen Skills teilnehmen? Wie kann er sich nochmal informieren darüber? Man sieht Connect, Club, Grid und Green nochmal kurz und bündig dargestellt für den Kunden. Was macht das jeweilige Skill? Es ist euer persönlicher Partner-Bonus-Link, auch natürlich mit dem QR-Code dargestellt. Wenn er das direkt scannt und dann die App runterlädt oder die vielleicht sogar schon hat und scannt, werdet ihr direkt auf den Partner bzw. auf den Kunden zugewiesen und wenn dann ein Abschluss generiert wird, im Partner-Bonus-Programm an allen digitalen Services mitpartizipieren. Hier nochmal eine Darstellung eures Angebotes an den Kunden, aufgelistet vom Modul bis dementsprechend das Energiemanagement, ein Gesamtpauschalangebot von 18.000 Euro, was wir vorher berechnet haben, die Rent-Darstellung noch einmal separat der Finanzierungsrate und des Rundumsorgungspakets des Optionalen ergibt dann auch hier die Monatsrate aufgegliedert. Aber die wirklich spannende Darstellung ist natürlich, wie verhält sich das Neom-Solarspeicherkraftwerk, das intelligente, bei Kauf oder Finanzierung gegenüber herkömmlichen Solarspeicherkraftwerken, die, ja, ich würde sagen, rein hardwarebasiert sind. Wir sehen, fangen wir an mit hardwarebasierten, ist die graue Kurve. Wir haben die gleichen Investitionskosten wie bei einem Solarspeicherkraftwerk von Neom. Wir haben 18.000 Euro und dementsprechend eine Amortisation nach knapp 8,5 Jahren inklusive Speicher und werden summa summarum bei rund 42.000 Euro an Gesamteinsparungen rauskommen. Ist solide. Wenn man sich jetzt da jedoch ein intelligent gesteuertes anschaut, sieht die Rechnung wieder ganz anders aus. Wir haben 18.000 Euro Invest. Wenn ich es kaufe, dann diese besagten Einsparungen über die ganzen Jahre, also die ganzen 20 Jahre hinweg,
ergibt mir eine Amortisation einerseits von 5,8 Jahren und auf der anderen Seite einen Gesamtmehrwert von 74.000 oder 72.000 Euro, was wir zuvor auch ausgerechnet haben. Hier auch noch dargestellt Rent, 15% Anzahlung, man ist sofort unabhängig bei einer geringen Anzahlung und erspart sich unmittelbar auch an Geld. Und wir haben hier natürlich durch diese Rate der monatlichen eine etwas flacher verlaufende Kurve, aber immer noch mehr Gesamtersparnis als mit einem herkömmlichen Kauf-, PV- und Speichersystem. Ja, das Angebotstool ist für euch gemacht und man sieht auch hier mit dem Partnerlogo plus dann auch die jeweiligen Schritte, was für den Kunden notwendig ist, dass er zu seinem Solarspeicherkraftwerk kommt, aufgelistet nochmal mit den Vorteilen, mit eurem Namen und eurem Logo und euren Kontaktdaten versehen, sodass es ihr auch euren Kunden direkt weiterleiten könnt und im Alltag verwendet, weil dafür ist es auch gemacht. Ja, heute haben wir heute vom Walter schon dieses Zwiebelschalenmodell gesehen, wo wir uns als NEOM und gemeinsam als NEOM Systempartner und NEOM Community auch hin bewegen wollen. Und jährlich geben Systempartner von uns sehr, sehr viel Geld an Google, Facebook, LinkedIn und sonstige, vielleicht sogar Lead-Vermittlungsplattformen, sehr viel Geld aus, um vielleicht gar nicht einmal so gute Leads auch zu bekommen, die dann in einen Kaufabschluss oder auch nicht führen. Und durch die gemeinsame Zusammenarbeit der letzten Jahre haben wir eine Community, eine NEOM-Base von Kunden und Kundinnen von weit über 20.000 aufgebaut und alleine durch Club kommen pro Woche 500 Neuregistrierungen mit dazu, die wir in unserer Basis gemeinsam bespielen können, gemeinsam auch motivieren können, um nicht Google, Facebook und Co. die Millionen an Werbesummen reinzustecken, sondern gemeinsam noch günstigere Solarspeicherkraftwerke durch bessere, qualitativ hochwertigere und vor allem für euch günstigere Leads zu generieren. Und damit können wir auch anschließen mit unserem Freunde werben Freunde-Programm, was wir gelauncht haben in der NEOM-App. In der NEOM-App könnt ihr direkt es an eure Kontakte über sämtliche Messenger verschicken. Es ist schon ein vorgefertigter Text dahinter. Das Ganze geht dann an den Empfänger. Es wird auch nochmal bestätigt, dass man selbst teilnimmt und der Empfänger sieht dann eine Kurznachricht, wo er dann auf einen Link klickt und dann nochmal ganz kurz und bündig der Vorteil von einem Solarspeicherkraftwerk von NEOM, einer intelligenten, auch sieht, die Kontaktinformationen mit geringen Angaben zu seinem Standort eingibt und dann bei uns auch anfragt. Und wir diese Leads dann bei Informationsangabe von euch direkt oder dementsprechend in der Region an einen Systempartner von uns weitergeben können. Ja, das System ist heute live in der NEOM-App ersichtlich. Der Geworbene bekommt für die Ausfüllung des Lead-Formulars ein Jahr Premium-Funktionen des NEOM Connect Mega kostenlos im Wert von 72 Euro und der Werber erhält 100 Euro pro geworbenen Neukunden, der sein Solarspeicherkraftwerk bis 31.12. aktiviert. Und das geht seitens NEOM bis 31.12. auf uns und wir wollen in unsere gemeinsame Community, in unsere gemeinsamen Kunden auch investieren und dementsprechend mit euch gemeinsam diese Basis auch aufbauen. Ja, damit bin ich auch schon am Ende von heute angekommen. Ich möchte stellvertretend eigentlich für das gesamte NEOM-Team mich einerseits bedanken und auf der anderen Seite auch meine Kollegen von heute zu mir auf die Bühne bitten für den Endspurt, für den heutigen Schlussplädoyer, wo ich dann gerne wieder den Walter zu mir bitte und meine Kollegen stellvertretend für das restliche Team. Danke, danke. Martin. Danke. Danke. Danke, Adi. Danke, Dom.
Ja, wir sagen danke an euch alle. Danke, dass ihr uns so zahlreich unterstützt. Danke an unser Team, danke an unsere Systempartner, an unsere Kunden, an unsere Familien. Wir wünschen euch noch ein gutes Geschäft und einen schönen letzten Sommer und Herbst und lasst uns so viele Speicherkraftwerke bauen, wie es nur geht. Und in diesem Sinne einen schönen guten Abend noch. Tschüss, euer NEOM-Team.